Wir fangen das am Morgen um 4:30 Uhr. Fangen wir an und abends wird so, denke ich, 10, 10:30 Uhr. Das Besondere am Alpkäse ist eigentlich die Einzigartigkeit, das ist die Vielfalt vom Käse. Das sind eigentlich die Kräuter, die die Tiere fressen, die Natur, wo sie haben, den Auslauf und die Produktion eigentlich. Das ist eigentlich alles handhergestellt und mit viel Mühe und Arbeit eigentlich verbunden. Es gibt mehr Lieblingsplätze, das ist da, es ist aber auch in der Natur draußen. Man arbeitet gerne in der Senküche, aber auch in der Natur. Es ist egal, Zäune richten oder mit den Tieren austreiben oder Unkraut mähen. Das ist eigentlich die Vielfältigkeit. Und das ist auch, in meiner Meinung nach, das ist eigentlich auch Leidenschaft. Da muss viel Herzblut drinstecken. Darauf treibt mich eigentlich, bei uns sagt man fast ein bisschen Alpfieber. Das ist die Leidenschaft, das ist nicht jedem gegeben, aber uns wird sogar wahrscheinlich ein bisschen was fehlen.